Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Naruto Storm Connections. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und wie immer natürlich, danke für eure Unterstützung bei den letzten Videos, bei allen Videos bisher zu diesem Spiel. Ja, wenn es euch weiterhin gefällt, gerne eine Bewertung da lassen kurz. Und macht auch gerne beim kostenlosen Gewinnspiel von meinem Partner mit, Link in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter, logischerweise. Und schauen nochmal, welche Kämpfe die jetzt noch für uns ausgewählt haben. Weil, wie gesagt, einiges fehlt ja. Sehr vieles fehlt. Dementsprechend mal schauen, was sie mit reingenommen haben. Jetzt haben wir leider erstmal wieder Dia Show, aber gleich geht's rein in den Kampf, Freunde. Obwohl, nee, okay, gut, hier haben wir auch nochmal Kakashi und Obito. Auch den Fight nehmen sie raus, also, oder was? Oder teasen sie den nur an? Junge, der war so nice. Was? Ja, anscheinend zeigen die den einfach nur in der Dia-Show. Das ist unfassbar. Ja, krass. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Let's go. Der Zehnschwänzige wurde wiederbelebt. Die Shinobi-Allianz, Sasuke, Minato und die anderen Hokage konnte nicht verhindern, dass Obito sich in den Jinjuriki des Zehnschwänzigen verwandelte und damit den Spieß umdrehte. Obito verwandelte sich in eine groteske Gestalt und war nun immun gegen sämtliche ihrer Angriffe. Minato, sein früherer Lehrer, war erfüllt von Reue. Hätte er die Identität des Maskierten schon vor 16 Jahren erkannt, hätte er Obito aufhalten und vielleicht Kushinas Tod verhindern können. Obito machte sich über Minato lustig und verunglimpfte ihn als schwachen Ninja. Gut, dass der Hokage mein Lehrmeister war. Er lehrte mich, nicht selbst einer werden zu wollen. Du konntest es nicht werden. Über einen Hokage macht sich keiner lustig. Hokage, wie mein Vater. Wage es nicht, dich über ihn lustig zu machen! Er hatte erkannt, dass nur ein Angriff mit Senjutsu Obito etwas anhaben konnte und setzte dies in einen Schlag um. Vater und Sohn standen Seite an Seite und mit vereinten Kräften stellten sie sich Obito entgegen. Naruto, weißt du, was für ein Tag morgen ist? Genau, es ist der Jahrestag des Todes von Minato und Kushina. Das heißt also morgen? Ist mein Geburtstag. Das war nicht das Ende. Denn jetzt bin ich auf der Welt. So, okay, Obito, Freunde. Was halt ein bisschen komisch ist. Ich dachte, du wolltest Hokage werden. Wartet. Willst du mir predigen? Findest du nicht, dass es dafür etwas zu spät ist, Sensei? Du warst mein Meister und hast trotzdem nicht erkannt, dass ich es war. Das ist die harte Wahrheit. Es ist ein bisschen komisch, dass sie solche... Also, wir haben jetzt bei dieser Oldschool-Story, haben wir schon teilweise Kämpfe mit reingenommen, die wir ja schon in der...
Boruto Story auch schon erlebt haben. Also in den Rückblicken mit Boruto, wo wir die Erlebnisse von Naruto nochmal nacherlebt haben. Da hätte man vielleicht eine andere Auswahl treffen können. Wisst ihr, was ich meine? Letztendlich war der gesamte Weg, den du gegangen bist, nichts als ein Fehlschlag. Ich kenne die Wahrheit. Besser als jeder andere aus Konoha. Als jeder andere auf der Welt. Besser als Obito. Ich bin soweit. Stimmt nicht. Du hast keinen Fehler gemacht, Vater. Ich weiß das besser als... Ganz gleich, welche Art von gigantischer Kraft du erhalten hast. Wir werden niemals aufgeben. Mit Hilfe von Minato und seinen Verbündeten traf Naruto Obito mit durch Senjutsu verstärktem Rasengan. Naruto, übertreibe es nicht! Keine Sorge. Ich wäre kein Ninja geworden, wenn ich das nicht aushalten könnte. Warum fühlt es sich an, als würde ich gegen Kushina kämpfen? Zu sehen, wie sein Sohn die anderen im Kampf anführte, beruhigte ihn und erfüllte ihn mit Stolz. Nice, S, Junge, für super Freunde, Vater und Sohn. Mann, ey. So, okay, aha. Obito Uchiha. Schau mal rein. Und so ging der mörderische Kampf weiter. Obwohl Naruto erstaunt war, dass sein Gegner seine Attacken wegstecken konnte, kämpfte er mit Sasukes Unterstützung weiter. Diese Welt wird in Kürze sterben. Trotzdem kämpfst du immer noch. Warum? Ich werde nicht zulassen, dass diese Welt endet. Ich werde sie auf jeden Fall beschützen! Wege gibt es nicht mehr in dieser Welt. Ihr müsst jetzt endlich lernen, aufzugeben. Das Wort aufgeben gibt es bei mir nicht. Wir werden diejenigen sein, die am Ende siegen. Eigentlich wollte ich dich so freundschaftlich wie möglich abfertigen. Aber gut. Abfertigen? Was labert der Junge? Zeit, sie zu zertrümmern. Vorsichtig, Sasuke. Er ist nicht mehr dieselbe Person. In Ordnung. Ihr wollt also immer noch Widerstand leisten. Ganz gleich, welche Art von gigantischer Kraft du erhalten hast. Wir werden niemals aufgeben. Beende es, Naruto. Nimm so geht das von der kleinen Kontrolle. Ich schlag dich. Komm jetzt. Scheiße. Ich übernehme den Angriff. Erwischt. Ich schlag dich. Mann, jetzt weicht er wieder 10.000 Mal aus, ey. Komm jetzt. Nee, das war die falsche. Das war die falsche Attacke, jetzt kommt die richtige. Ja, alles klar. Komm jetzt! Mein Gott, jedes Mal das Rumgeeiere hier. Eine Chance haben wir noch. Jawohl, Junge. Geht doch. Junge, das ist so übertrieben, ey. Einfach Fidget Spinner Angriff. Gab es keine geheime? Dann manifestierte Obito die letzte Form des Zehnschwänzigen, den Gottesbaum, um das Tsukuyomi vorzubereiten.
Bleibt einfach, wo ihr seid. Ihr alle habt genug widerstanden. Du wirst keinen Schmerz spüren, es ist gleich vorbei. Naruto, bist du fertig? Ich greife an. Typisch. Er zieht schon wieder allein los. Werde ich wieder wie damals? Nein. Ich lasse ihn nicht gehen. Nie mehr werde ich. Wünschen, ich hätte es anders gemacht. Sasuke, ich komme mit. Die große Reue kommt immer viel zu spät. Das willst du? Vielleicht kommt das zu spät. Aber wenn ich jetzt nicht tue, was ich tun muss, dann bleibt mir wirklich nur die Reue. So. Warum wehrt ihr euch immer noch? Schon bald wird das endlose Tsukuyomi aktiviert. Tatsache ist, dass euer Krieg beendet ist. Nein, ist er nicht. Sasuke und ich sind noch hier. Lass mich kämpfen. Ja, diese riesigen Biju-Kämpfe und hast du gesehen? Die sind immer so wild unterwegs, wa? Man weiß manchmal gar nicht, trifft man, ist man schon nah genug dran? Deine Zeit ist abgelaufen. Die Zeit wird locker reichen, um dich zu besiegen. Sehr gut. Lass mich kämpfen. Warte kurz, Junge. Wo ist das denn jetzt hingegangen, ey? Komm doch! Okay. Was macht er denn jetzt, Alter? Lass mich. Komm, steh auf, Kurama. Ja, das ist ganz komisch hier gerade, ey. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lass mich kämpfen. Ah, ist ja gut, dann hau rein. Du stellst dich mir immer noch in den Weg. Das ist die Kraft des Sektivan. Erbebe und lerne wahre Furcht kennen. Geh fort. Kann er mal aufhören damit jetzt? Lass mich kämpfen. Ein Gefühl, dass es gar keinen Schaden gemacht hat. Lass mich. Naruto, unser nächster Angriff wird es beenden. Ja! Wir schlafen morgen und träumen unsere eigenen Träume. Diese Welt wird in Kürze sterben. Trotzdem kämpfst du immer noch. Warum? Weil das... mein
ein Ninja-Weg ist. Stark zu bleiben und immer zu seinen Worten zu stehen. Das macht für mich einen Ninja aus. Sag mal, treffe ich überhaupt? Was ist hier los, Mann? Komm jetzt. Mach jetzt keinen Scheiß hier, jetzt so. Ey, ich mach einen Schlag und dann haut er schon wieder ab, ey, die feige Sau. Ihr Schwächlinge! Ihr könnt mich nicht aushalten! Schnauze! Wir sind eine Nummer zu groß für dich! Ja! Du solltest Sasuke und mich nicht unterschätzen! Bleib! Einfach stehen! Was? Ey, sag mal, ich schlage die ganze Zeit, ich treffe nicht einmal. Kleine Drecksau oder. Was bedeutet dieses Gefühl? Dann schieße ich halt die ganze Zeit. Ey, jedes Mal, wenn ich rangehe und schlage, blockt er das oder haut ab, ey. Jetzt aber, komm. Jetzt machen wir eine Kombo. Ja, ja, ja. Die Welt ist sehr tot. Gut, geht doch. Genau. Das lasse ich niemals zu. Freunde, wenn ihr jetzt noch am Start seid, schreibt mal Feuerball in die Kommentare. Schreibt mal Feuerball in die Kommentare. Jetzt machen wir ihn platt. Halt endlich um! Sie konnten meine Kraft übertreffen? Das kann doch nicht wahr sein! Das ist das Nonoboku-Schwert, in dem sich meine Willenskraft manifestiert. Ihr könnt mich nicht mehr besiegen. Sasuke, jetzt zählt's! Und los! Warum nur, warum sehe ich das jetzt? Tja. Dann stand Naruto in der Welt des Geistes Obito direkt gegenüber.
Als Obito sah, wie stark Narutos Bande waren, löste das etwas in ihm aus. Ein Gefühl regte sich. Ich... Ob ich wohl... bereue, was ich getan habe? Du kannst dich nicht hinter einer Maske verstecken. Du kannst nicht ändern, was in deinem Herzen schlummert. Ganz gleich, was du auch sagst. Du wirst auf immer und ewig Obito Uchiha bleiben. In diesem Namen liegt keine Bedeutung mehr. Ich bin keine Person mehr. Ich bin ein Wegweiser, der Menschen den Weg hinauf zur nächsten Stufe zeigt. Der zweite Rikudo Sennin! Nein. Du bist Obito Uchiha. Wir hatten dieselben Träume, aber du hast dich zum genauen Gegenteil eines Hokage entwickelt. Ich tue dasselbe, was ein Hokage tun muss. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich kann wirklich Frieden schaffen. Du musst dich nicht auf diesen gefährlichen Pfad zwingen, dessen Ende noch nicht einmal in Sicht ist. Gäbe es einen anderen Weg, der schneller ist und ein klares Ziel hat, würden ihn alle wählen. Wer hat dir denn überhaupt erzählt, dass einer der Wege gefährlich sei? Das kannst du doch erst wissen, wenn du diesen Weg beschreitest. Der Hokage ist derjenige, der allen anderen vorausgeht und alles Leid auf sich nimmt. Für jemanden, der Hokage wird, kann es gar keinen einfachen Weg geben. Und wenn man Hokage ist, gibt's kein Zurück. Komm, wechsle auf meinen Weg. Als Obito Uchiha, als Ninja aus Konoha. Mach wieder gut, was du angerichtet hast. Nein. Ich habe Obito Uchiha aufgegeben. Ich bin... Hör auf, dich verstecken zu wollen! Du bist du! Lauf nicht weg, komm auf unsere Seite! Tja... Der zweite Rico. Ah, okay, es geht noch weiter. Ja. Ich wurde auserwählt, eine Traumwelt zu schaffen und alle zum Frieden zu führen. Der Hokage hat nichts mit mir zu tun. Das kannst du doch wohl nicht ernst meinen. Du kannst sagen, was du willst, aber es wird nicht ändern, was du wirklich fühlst. Du bist doch einfach nur ein Konoha-Ninja, der davon träumte, Hokage zu werden. Du bist nicht bloß ein namenloser Ninja. Du bist auch nicht Rikudo Sennin. Du bist Obito Uchiha. Keine Angst. Freunde, Naruto mit seinem Talk No Jutsu wieder. Mal gucken, ob er es schafft. Los, sieh dich doch an. Wolltest du wirklich so werden? Es war doch immer dein Traum, Hokage zu werden. Wollten das deine Freunde nicht ebenfalls? Was ist daraus geworden? Erinnere dich an deine Freunde. Stirb! Glaubst du vielleicht, deine Freunde hätten das gewollt? Dass du so endest? Freunde. Erwischt. Nix hast du erwischt, Junge. Endlich auf! Den Stein hast du erwischt. Du solltest es langsam verstehen. Ich bin... Hör auf, den Starken zu spielen! Hör auf, dich zu verstecken! Du bist Obito Uchiha aus Konoha, der Hokage werden wollte. Mein Vater, Kakashi Sensei und auch ich selbst, wir werden dich nicht aufgeben. Fang endlich an, Idiot! Naruto!
die Schwäche in seinem Herzen und dass Naruto seine wahren Gefühle erkannt hatte, brachten Obito dazu, aufzugeben. Allerdings war Obito nun so geschwächt, dass der schwarze Zetsu Besitz von seinem Körper ergriff und Madara wiederbelebte. Er belebte ihn jedoch nicht als halbtote Gestalt, sondern als lebende Person. Limbo, Grenzgefängnis! Dank seiner gewaltigen Kraft konnte Madara Kurama und die anderen Bijou ohne weiteres in Ketten legen. Nachdem sein Bijou aus ihm herausgeholt worden war, verlor Naruto das Bewusstsein. Tja, Leute. Der endlose Kampf. Tja, was haben wir hier jetzt? Welche Welt siehst du vor? Die echte oder die endlose? Ja, die echte natürlich. Ja, es ist ganz komisch. Also, naja, gut. Das haben wir jetzt schon mehrfach, dass es komisch ist, die Auswahl. Gut, Freunde, wir haben noch ein Kapitel. Wie viele Dinger sind da jetzt? Hm? Anmeldebonus? Okay, also. Boah, ich denke mal. Oh ja, 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 okay, cool. Obwohl man weiß nicht, wie lang die Kämpfe sind, so. Aber ich denke mal, wir können das vielleicht in einem Part sogar durchsaugen. Mal schauen. Ich gucke einfach mal, ihr seid hoffentlich am Start, ihr seid sowieso hoffentlich am Start. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren nicht vergessen und dann hört man sich beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.